Der dottergelbe Spateling ist ein Pilz aus der Gattung der Spatelinge. Er wird circa 2 cm groß und fällt durch sein dottergelbes, spatelförmiges Käppchen auf, was man hier auch ganz gut erkennen kann. Wenn wir ihn uns näher anschauen, dann fällt uns auf, und wenn wir ihn gerade einmal knicken, hat dieser Pilz ein weißliches Fleisch und ist innen weich. Dieser Pilz wächst gerne im Mischwald und wir haben ihn bei Lärchen im Nadelstreu gefunden, wo er vom Frühsommer bis in den Herbst wächst. Er ist eine Pilzart, die es leider nur noch selten gibt. Theoretisch kann man ihn essen, jedoch soll er keinen besonderen Speisewert haben. Wir haben ihn noch nicht probiert, werden es auch nicht machen, da er eine gefährdete Art ist und geschützt werden sollte.